Heute ist der 14.3. Pi Day und ich möchte euch zeigen, wie ihr mit einem Stück Kuchen die Zahl Pi bestimmen könnt. Wie kann ich nun mit einem Stück Kuchen die Zahl Pi bestimmen? Dazu brauche ich zunächst einmal ein quadratisches Stückchen Kuchen. Ich habe mir hier 40 Gramm zurechtgeschnitten, wie man sehen kann. Dieses Stück nehme ich und schneide es zu einem Kreis. So, und ich glaube, das Ganze kürze ich einmal kurz ab. So, jetzt nehme ich mein kreisförmiges Stückchen Kuchen, wiege es erneut und ich sehe, es wiegt 31,4 Gramm. Die 0,4 werden leider weggerundet. Warum funktioniert das Ganze? Das Gewicht meines Stückchens Kuchen kann ich mir berechnen, indem ich die Dichte mal dem Volumen nehme. Das Volumen ist die Grundfläche mal der Höhe. Die Höhe ist bei beiden gleich und die Dichte ist bei beiden gleich, denn ich habe ja den gleichen Kuchen. Also kommt es auf die Grundfläche an. Die Grundfläche vom Kreis ist Pi mal R² und die Grundfläche von einem Quadrat ist das Quadrat der Seitenlängen. Das kann ich auch als 4R² darstellen, wenn ich mir hier die Skizze anschaue. Also gibt der Quotient aus Kreis durch Quadrat genau Pi⁄, weil sich der Rest wegkürzt. Ist ja alles gleich. Fange ich mit 40 Gramm Kuchen an, habe ich also am Ende 10 Pi über, also meine 31,4 Gramm. Viel Spaß mit dem Pi-Day, versucht es auch einmal selbst.